Was geht ab, meine Krypto-Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf YouTube. Die Mainstream-Medien schweigen, haben ziemlich heruntergefahren, was den Ukraine-Krieg angeht, ja? Aber im Hintergrund eskaliert es immer weiter. Olaf Scholz hat davon gesprochen, dass man doch jetzt mal Richtung Friedenslösung gehen soll, aber da tut sich ziemlich wenig und im Hintergrund, im Gegenteil, eskaliert es immer weiter. Was ist da los? Wir werden uns die Lage anschauen und werden uns anschauen, ob wir hier auf dem Weg in den dritten Weltkrieg sind, was das Ganze angeht. Ich würde sagen, lasst uns Butter bei die Fische machen. Gehen wir rein. Das Grundproblem ist zunächst erstmal hier. Wir sehen hier die US-Staatsschulden, ja, und das ist hier relativ klar, wo das hinführt, ja, es ist eine tickende Zeitbombe und die Zeit läuft ab. Der Westen steht unter Druck, weil das Problem ist natürlich, wenn das Geldsystem und das ganze Finanzsystem früher oder später kollabiert, dann muss man ja alles wieder neu aufbauen und insbesondere das ressourcenarme Europa hat dann natürlich besonders große Probleme und die Amerikaner verlieren gleichzeitig ihre Vormachtstellung in der Welt, ja, als Hegemon. Ja. Und das Problem ist, man hat nur sehr wenig Zeit, also hat man gedacht, naja gut, wir machen folgenden Plan und zwar, Ziel ist natürlich früher oder später, wir wollen natürlich Russland zerschlagen und dann die Ressourcen da plündern und davon können wir weiter unsere Vormachtstellung ausbauen, sodass sie niemals gefährdet wird und am Ende nur noch Endgegner China da ist sozusagen. Ja. So hat sich die westliche Finanzelite das ausgedacht, hat sich das im Kopf ausgemalt und ja, aus meiner Sicht gibt es hier drei Interessengruppen. Einmal die EU, dann Großbritannien und die USA. Und alle drei haben natürlich ihren Nutzen, wenn sie sich zusammenschließen und sagen, lasst uns dieses Projekt gemeinsam angehen, nämlich Russland zu zerschlagen und zu plündern. Also, wie ist man vorgegangen? Insbesondere übrigens auch die EU hatte hier krasse Anreize mitzumachen. Warum? Weil insbesondere Kontinentaleuropa sehr ressourcenarm ist. Ja? Das muss man an der Stelle sagen. Und dementsprechend, wenn das Finanzsystem implodiert, gerade Europa besonders schlecht dasteht, hier wieder was Neues aufzubauen, ja? Und da natürlich ins Hintertreffen gerät und gleichzeitig natürlich auch die Amerikaner ihre Vormachtstellung verlieren und das gefährdet natürlich dann auch die Sicherheitslage in Europa, ja? Wenn die Amerikaner diese Sicherheit, die sie momentan gewährleisten, in Anführungszeichen Sicherheit, ja, nicht mehr gewährleisten können, sozusagen. Ja? Aus meiner Sicht ist es keine Sicherheit, es ist eiskaltes geostrategisches Interesse, aber das sei mal dahingestellt. Also haben sich die drei Parteien zusammengeschlossen, EU, Großbritannien und USA und haben gesagt, lasst uns wie folgt vorgehen. Russland ist ja eher eine Regionalmacht. Das wird kein großes Problem. Wir fangen erst mit der Ukraine an. Wir gehen in die Ukraine rein, machen da einen Regime-Change, wie man es im Prinzip immer macht. Dann plündert man das Land seiner natürlichen Ressourcen. Das hat man im Prinzip seit dem Austausch der Regierung Janukowitsch gemacht. Ja. Hat schon Firmen vor allem im Osten der Ukraine gegründet, auch auf der Krim, um da die Öl- und Gasvorkommen zu erschließen, die seltenen Erden und so weiter. Und diese natürlichen Ressourcen dann Richtung Westen zu transportieren, Umsätze Gewinne zu generieren und diese Gewinne zu nutzen, um das ukrainische Militär dann mit der Regierung Zelensky aufzubauen, die Ukraine quasi aufzurüsten und quasi erstmal die ganzen Ukrainer da in den Krieg gegen Russland zu schicken. Das war quasi das, was man kann im Prinzip sagen, es ist seit 2013, 2014 im Hintergrund abgelaufen ist. Also hat man das ukrainische Militär immer weiter hochgefahren. Gleichzeitig
wurden die ganzen Deals abgeschlossen, die ganzen Verträge abgeschlossen. Man hat Kredite, insbesondere die Briten, aber auch die Amerikaner haben sehr, sehr hohe Kredite an die Ukraine gegeben, sodass letztendlich diese Kredite genutzt werden können, um im Osten des Landes die Ressourcen zu erschließen und entsprechend diese Ressourcen Richtung Westen zu schaffen. Das ist quasi das Ziel gewesen und das ist auch das heutige Problem, dass insbesondere Großbritannien, die Bank of England hat beispielsweise der Regierung Zelensky Kredite von 50 Milliarden US-Dollar gegeben. Ja, die Amerikaner haben dazu auch jede Menge an Krediten rübergeschickt und man hat das Geld genommen, um Zugriff auf die Ressourcen im Osten des Landes zu bekommen. Denn der Osten, der Donbass, aber auch die Krim sind ja bekanntlich sehr, sehr ressourcenreich. Ja? Also hat man gedacht, okay, man zieht das durch, holt die ganzen Ressourcen, profitiert davon, kann dadurch Gewinne und Umsatz machen und derweil das ukrainische Militär aufbauen und dann das Militär nutzen, um Russland zu zerschlagen bzw. Russland anzugreifen und dann anschließend zu zerschlagen. Und man hat eben gedacht, die Russen sind schwach, das ist eher so eine Regionalmacht, Regional Power, wie es Barack Obama genannt hat, ja. Und hat gedacht, man kann das relativ einfach erledigen, vielleicht nicht problemlos, aber man hat das Ganze wahrscheinlich unterschätzt. Das heißt, der Westen strebt hier, und zwar ist das etwas, wo er seit Jahrhunderten danach strebt, langfristig Richtung eine Weltregierung zu kommen. Und da ist Russland eben im Weg und Russland muss man eben beseitigen, zerschlagen, dann davon die Ressourcen nehmen, ja, und nutzen, um dann am Ende den Endgegner China noch zu zerschlagen. Das ist quasi das Ziel von der westlichen Finanzelite gewesen. Ja? Vor allem natürlich auch die Eliten in Großbritannien, USA, aber auch hier in der EU. Ja? Connected im Prinzip über das World Economic Forum, aber auch über andere Formate. Ja? Und jetzt hat man der Ukraine so viele Kredite gegeben. Das Problem ist, man hat das Ganze unterschätzt und auf der anderen Seite gibt es eben Wladimir Putin, der nicht ganz auf den Kopf gefallen ist, sondern natürlich gemerkt hat, wie der Hase läuft und was der Westen hier vorhat und hat dann gesagt, okay, wir warten jetzt nicht, bis die das Ganze durchziehen und uns platt machen, sondern wir kommen dem zuvor. Ist ja relativ logisch. Ja? Und dementsprechend hat er das gemacht und ist relativ schnell in die Ostukraine rein und hat sich da quasi, das ist ja der Krieg, der aktuell an der Front auch noch läuft, quasi den Osten des Landes zunächst erstmal gesichert, unter den Nagel gezogen, um es mal so zu sagen. Und damit sind natürlich die ganzen Kapitalströme, die ganzen Kredite, die man an die Ukraine gegeben hat, insbesondere für den Osten der Ukraine, Donbass und Krim, natürlich futsch, wenn man es so will. Ja? Und die ganzen Kredite, die man eben hingegeben hat, können jetzt inzwischen auch nicht mal mehr zurückgezahlt werden von der Regierung Zelensky. Ja, Zelensky hat ja ein Dekret unterzeichnet, dass man aktuell die Zahlungen stoppen wird, was die Kredite des Westens angeht. Ja. Und jetzt ist natürlich die britische Regierung heftig unter Druck, weil die Bank of England hier 50 Milliarden an Krediten entsprechend an die Ukraine gegeben hat, die man jetzt nicht mehr zurückbekommt und am Ende bei der Bank of England für diese Verluste der Steuerzahler haften wird. Ja, also sind die Briten heftig unter Druck, aber auch zum Teil die Amerikaner sind unter Druck, weil sie auch Kredite gegeben haben, verhältnismäßig zum BIP nicht so viel wie die Briten, aber auch die EU ist unter Druck. Weil wenn dieser Plan des Zerschlagens von Russland nicht aufgeht, sodass man die Ressourcen plündern kann, dann hat man ja ein Problem, wenn dieses Geldsystem früher oder später implodiert, steht man mit einem ressourcenarmen Kontinent da und wird da wenige Chancen haben, in der Welt noch die Rolle zu spielen, die man heute vielleicht noch einigermaßen spielt. Ja?
Und das ist im Prinzip das Setting, das ist das Problem. Und deswegen sind die westlichen Finanzeliten im Moment mit einem Fuß gefangen in der Ukraine, was das Ganze angeht, weil da ihre ganzen Gelder drin stecken, vor allem in der Ostukraine. Und deswegen können sie hier und wollen sie nicht zu Friedensverhandlungen übergehen, weil sie wissen, dass sie dann im Prinzip alle Kredite abschreiben müssen, sondern sie sagen, wir müssen Russland zurückdrängen, koste es, was es wolle. Darum geht es im Prinzip, dass man wieder Zugriff auf die Ressourcen hat und die Ressourcen nutzen kann, dass die Ukraine dann auch diese Ressourcen nutzen kann, um die Kredite abzuzahlen. Und die Ukraine nutzt dann natürlich diese Ressourcen wie? Indem sie die Ressourcen an den Westen verkauft. Und mit den Erlösen zahlt man die Kredite zurück, die vor allem die Bank of England, aber auch die Amerikaner und vor allem zum Teil auch die EU an die Ukraine gegeben hat. Das ist quasi der Kontext und das Problem. Und deswegen, ja, hat man schon die letzten 2 Jahre versucht, alle möglichen Friedensverhandlungen zur Seite zu schieben, weil man weiß, dann muss man die ganzen Kredite abschreiben. Ja? Nur das Problem ist, man hat Russland unterschätzt, ja, und Wladimir Putin hat Russland gut aufgestellt, weil er diesen Plan natürlich schon seit vielen Jahren gerochen hat, ja, und das sieht man zum Beispiel, wie Putin Russland aufgestellt hat, was die russische Staatsverschuldung angeht, die auf einem historischen Tief ist, ja, das heißt, er hat die ganzen Schulden vorher abgebaut, so dass er nicht vom Ausland so leicht erpresst werden kann über das Finanzsystem, ja. Er wurde natürlich trotzdem erpresst, wurde aus dem SWIFT-System rausgeworfen und so weiter und so fort. Ich denke, jeder kennt das soweit, ja. Aber die Russen sind entsprechend inzwischen richtig stark in der Ukraine unterwegs, was das Militär angeht. Die Ukrainer stehen im Prinzip vor einer Kapitulation bzw. Niederlage. Ja. Es dauert wahrscheinlich nicht mehr lange. Und jetzt steht man natürlich vor dem Problem von Seiten der westlichen Finanzelite. Wenn man jetzt anfängt, die NATO immer mehr mit reinzubringen in den Krieg, dann eskaliert es zum Weltkrieg und dann zu einem Atomkrieg. Ja. Und wir haben ja gesehen, wie die ukrainischen Forderungen immer weiter nach oben gegangen sind. Warum? Weil natürlich Selenskyj eine Marionette der westlichen Finanzeliten sind und die wollen entsprechend, Entschuldigung, Russland zurückdrängen, ja, um letztendlich die Ressourcen zu sichern. Und dafür braucht man eben immer mehr, immer größere, immer stärkere Waffen. Und jetzt steht das Ganze eben vor der Entscheidung, ob die Ukraine Langstreckenraketen bekommt, um tief in Russland Anschläge zu verüben. Das ist im Prinzip der Punkt. Ja. Hier steht es übrigens auch nochmal, das hier ist ein Dokument vom Deutschen Bundestag und gefragt wurde nach den Vorkommen folgender Rohstoffe in der Ostukraine, die Russland aktuell kontrolliert. Und das ist das Problem des Westens, der westlichen Finanzelite. Kohle, Öl, Erdgas, Metalle, seltene Erden und so weiter und so fort. Ja? Und um jetzt zu den Langstreckenraketen zu kommen, ja, also der Westen hat hier wenig Möglichkeiten, weil die militärische Stärke von Russland einfach unfassbar ist und weil man das unterschätzt hat. Ja? Und jetzt fliegt hier der britische Premierminister Keir Starmer mit seinem Außenminister in die USA. Ja? Manche nennen ihn, den Keir Starmer, auch WEF-Marionette, aber das würde ich natürlich nie sagen. Und versucht hier mit den Amerikanern, also sind im Prinzip die Angelsachsen, ja? Versuchen hier, also Keir Starmer versucht die Amerikaner zu überreden, hier doch die Langstreckenraketen freizugeben. Ja? Also man sieht hier vor allem, dass die Angelsachsen, also die Briten und die Amerikaner hier entsprechend drinstecken, ja? Sehr, sehr stark drinstecken. Natürlich auch die EU, aber die spielt hier nicht so die ganz große Rolle. Ja? In der EU ist übrigens Frankreich das Land, was vor allem hier entsprechend noch nach den Briten und nach den Amerikanern mit das meiste zu sagen hat, um es mal so zu sagen. Ja. Und das heißt, Keir Starmer ist gerade in den USA, es ist zum Zeitpunkt
von dem Video hier noch nicht klar, ob die Amerikaner das Ganze genehmigen werden. Wenn sie es genehmigen, dann natürlich, Putin hat das schon klar gesagt, dann ist die NATO Teil des Konflikts, weil diese Waffen können nur von NATO-Militärs entsprechend bedient werden und mit NATO-Information über die Satelliten entsprechend dieser Angriffe ausgeführt werden. Und zwar, es handelt sich dann um Angriffe tief in Russland drin. Ja? Und wenn diese Eskalation droht, dass auch die NATO hier Teil des Konflikts ist, dann tatsächlich wird es dann gefährlich, weil Putin hat dann gesagt, dann ist alles möglich. Also dann können auch NATO-Staaten hier nicht mehr ausgeschlossen werden als Kriegsziele, militärische Kriegsziele. Und dann sieht man, wie verrückt das Ganze ist, ja, weil diese Marionetten der Finanzeliten letztendlich hier das Ganze beschließen wollen. Ja. Ich denke ganz ehrlich, dass die Amerikaner, was ich so an Stimmen wahrgenommen habe, dass sie das nicht erlauben werden. Ja. Es war ja gerade auch das Treffen in Ramstein, wo der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin gesagt hat, wir werden das nicht zulassen. Jetzt kommt aber noch mal Keir Starmer von den Briten rüber. Also man sieht, vor allem die Briten stehen in diesem Krieg heftig unter Druck, hier entsprechend ihre Kredite nicht abschreiben zu müssen. Und der fliegt jetzt extra rüber in die USA, um die Amerikaner doch noch zu überreden. Ja, sieht man eigentlich wie geisteskrank. Und da sieht man, dass auch sehr viel Macht aus London kommt, ja, die City of London generell ein absolutes Machtzentrum ist, was so in der Öffentlichkeit nicht so geläufig ist. Ja. Gehen wir weiter und jetzt ist hier J.D. Vance, der Vizepräsident von Trump, und er sagt im Prinzip, Trump möchte ja Frieden schließen in der Ukraine innerhalb von 48 Stunden, hat er ja gesagt, oder 24 Stunden. Und J.D. Vance sagt, sein Friedensplan sieht so aus, dass im Prinzip die Russen den Teil, den sie jetzt okkupieren, also belagern, behalten können. Und wir geben denen die Zusicherung, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten werden. Ja. Und bezüglich der EU hat er noch nichts gesagt, ja. Und das könnte möglicherweise auch der Grund sein, warum Donald Trump in den Medien so negativ dargestellt wird und warum die westlichen Finanzeliten versuchen, hier Donald Trump zu verhindern, weil wenn das durchkommt, dass die Russen quasi den Osten der Ukraine behalten dürfen, dann müssen die westlichen Finanzeliten, insbesondere die Bank of England, die britische Notenbank, hier riesige Milliardensummen an Krediten abschreiben, und das bedeutet riesige Verluste für die westlichen Finanzeliten, und dann dürfte auch erstmal der ganze Plan zum Stillstand kommen, Russland zu zerschlagen und auch Russland zu plündern. Ja? Also das ist im Prinzip aus meiner Sicht der Kontext, was das Ganze angeht. Ja? Und deswegen tut sich der Westen hier so schwer oder möchte unbedingt einen Frieden verhindern, weil wenn es zu Friedensverhandlungen kommt, dann ist relativ klar, dass es zu diesem Ergebnis kommen wird, dass Russland den Donbass und die anderen Gebiete, Lugansk und so weiter, und die Krim behalten kann. Und das führt eben zu dem Problem bei den westlichen Finanzeliten. Ja? Gleichzeitig haben die Chinesen hier klargemacht, dass sie Russland strategisch und militärisch unterstützen werden. Ja? Ist ja auch klar, weil die Chinesen wissen ganz genau, wenn die westlichen Finanzeliten Russland zerschlagen, ja, dann sind sie als nächstes dran in China. Ja? Also haben die Chinesen gesagt, hey, hier London und Washington, passt mal ein bisschen auf, was ihr hier macht, ihr müsst euch der Konsequenzen bewusst sein. Ja? Und wir sehen hier im Prinzip auch, dass die Chinesen inzwischen über ein ordentliches Heer verfügen. Ja? Ganz interessant ist, dass von Seiten Chinas aus in den letzten 40 Jahren kein einziger Schuss gefallen ist, aber China ja die Gefahr für den Westen darstellt. Dabei ist es der Westen, der Wolf im Schafspelz,
der überall auf der Welt Kriege eskaliert, in der Ukraine, im Nahen Osten und so weiter und so fort, in Afrika. Ja, es ist immer der Westen, der das Ganze produziert. Warum? Weil diese geisteskranken westlichen Finanzeliten eben unbedingt zu dieser eine Weltregierung wollen und hier keine multipolare Welt zulassen wollen, weil das würde den Traum der eine Weltregierung, den sie ja seit Jahrhunderten haben, also da kann man im Prinzip die letzten fünf Jahrhunderte studieren, dann wird das relativ klar, dass sie den Traum dann aufgeben müssen, wenn das Ganze nicht klappt. Ja? Und jetzt kam hier eine Meldung von Bloomberg raus, und zwar: Germany sent its first warship through the Taiwan Strait in 22 years. Ja? Also, das ist absolut aberwitzig. Ja? Es ist übrigens nicht nur ein Kriegsschiff der Deutschen, sondern zwei Kriegsschiffe der Deutschen, die jetzt die Tage durch die Straße, die Meerstraße von Taiwan fahren, ja, ist unterm Strich nichts anderes als eine brutale Provokation gegenüber China. Ja. Es sind nicht die Chinesen, die mit ihren Kriegsschiffen in der Ostsee oder in der Nordsee rumfahren, sondern es ist immer der Westen. Ja. Und Deutschland hier als kleiner Bimbo der USA und der Briten, wenn man es so will, ja, will hier quasi Stärke demonstrieren, ja, und da kann man im Prinzip nur sagen, das alles ist nicht im Interesse der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, aber die Bevölkerung spielt ja sowieso keine Rolle, weil es ein Elitengame ist. Es geht um Geld, es geht um Macht, es geht um Ressourcen, ja, und weil man eben diesen Traum bzw. diesen Plan der eine Weltregierung seit Generationen hat, seit nicht nur einem Jahrhundert, ja, tut man sich eben so schwer, dieses Generationenerbe der Finanzelite aufzugeben. Und deswegen möchte man immer weitermachen. Ja. Und dementsprechend ist dann auch kein Wunder, dass wir von deutschen Politikern dann Sätze hören wie diese hier. Fighting a war against Russia. Ich glaube, dass Russland nur auf dem Schlachtfeld in die Knie gezwungen werden kann. Die Eliten sind gar nicht das Problem. Die Bevölkerung sind im Moment das Problem. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei. Ich finde es auch nicht richtig, dass man da immer die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen muss. Was haben die denn für Sorgen und Nöte? Ich verstehe das nicht. Ich kann das nicht verstehen. Jeder Mann vor 60 Jahren kann an die Front gerufen werden und mobilisiert werden. Das ist der Gesetz und ich bin keine Ausnahme. Ich bin gut für den Volkssturm. Also wenn nichts mehr reicht, dann kommen Frauen 60 plus und dann Leute, vor allen Dingen Russen, passt auf, was Sache ist. Liebe Schwestern und Brüder, auch ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich einmal sagen würde, neben all den anderen Anstrengungen, es ist auch Zeit für Waffen. Und das gilt auch für andere Unternehmen. Sollte dieses Fabrikgebäude zerstört werden, durch Raketenangriffe beispielsweise, garantiert oder haftet der deutsche Staat? Neulich kam jemand zu mir und sagte: Herr Scholz, ich habe meinen Elektroofen gerade auf einen Gasofen umgestellt. Und da wusste ich gar nicht, wie traurig ich gucken soll. Das wird Russland ruinieren. Wir haben deswegen ein breites Paket aufgelegt, eine Wirtschaftssanktion. Du bist keine Lobbyistin, aber Mitglied bei Rüstungslobbys. So. Nicht bei Rüstungslobbys, beim Heer. Beim Förderkraft Deutsches Heer, das ist eine Rüstungslobby. Ja, aber du redest ja im Plural. Die Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik ist eine Rüstungslobby. Es sind zwei Rüstungslobbys, wo du Mitglied bist. Du bist aber keine Lobbyistin. Nee, ich bin keine Lobbyistin. Weißt du? Wir wollen informieren, nicht missionieren. Wir sind Journalisten und keine Lügner. Absolut abgefahren, ja. Fühlt sich an wie im Horrorfilm, wenn man sich sowas anschaut. Ja, der Kanzler, der im Prinzip die Bevölkerung auslacht, ja, da, aber es ist somit relativ klar, da würde ich sagen, Frau Strack-Zimmermann, Herr Klitschko, warum gehen Sie nicht direkt an die Front und helfen? Da können Sie doch am besten helfen. Ja? Aber das ist es im Prinzip. Sie sind alle Bimbos der westlichen Finanzelite. Die Bevölkerung ist Ihnen scheißegal. Im Gegenteil, die Bevölkerung kann man sogar auslachen. Ja? So läuft das. Das ist leider die Denke dieser westlichen Finanzeliten. Ja? Und das bringt es aus meiner Sicht gut rüber, ja, und dementsprechend wundern sich die Deutschen, was ist denn hier los, haben die alle unsere Geschichte vergessen in Deutschland und so weiter, jetzt rollen wieder deutsche Panzer in Russland, in Kursk, ja, also das hatten wir doch schon mal, was soll das denn, sind die alle verrückt, ja, es geht am Ende um Geld, um Macht,
um Ressourcen und es ist die westliche Finanzelite, die hier nicht möchte, dass die Bevölkerung aufgeklärt wird und genau versteht, wie das Spiel läuft. Denn wenn die Bevölkerung das versteht, dann ist das Spiel relativ schnell zu Ende. Das war es von meiner Seite aus. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas zurückgeben möchtest, dann kannst du das, indem du ein Like da lässt. Wenn du mehr zurückgeben möchtest, dann kannst du in den Kommentaren eskalieren. Dann trägst du deinen Teil dazu bei, dass der YouTube-Algorithmus eskaliert und immer mehr Menschen dieses Video sehen. Außerdem kannst du das Video gerne teilen mit deinen Freunden und Bekannten. Wenn du es noch nicht getan hast, kannst du den Kanal gerne abonnieren. Am Ende bleibt mir nur noch eines zu sagen, und zwar folge immer dem Money Printer. Ich würde sagen, ich bin raus. Ciao, ciao.